Ich habe schon einmal von der Lücke zwischen Reiz und Reaktion geredet und dass wir alle quasi eine gewisse Zeitspanne zwischen dem Reiz haben und der Reaktion. Das heißt, wir können die Dinge, wo wir denken, wir tun sie unbewusst oder wo wir meistens sofort aus unserer Haut fahren oder sofort reagieren, diese Dinge können wir ändern, indem wir uns dieser Lücke bewusst werden und uns dann anders entscheiden. Und was liegt dahinter? Welcher Gedanke? Der Gedanke, dass wir die Freiheit haben zu wählen. Das heißt, wir können unser Leben selbst gestalten. Wir werden nicht gelebt. Weder unsere Gene, noch unsere Erziehung, noch unsere Eltern, noch unsere Schule, noch andere Leute, noch irgendwelche glücklichen Chancen geben uns die Möglichkeit, unser Leben entweder gut oder schlecht zu leben oder zwingen uns da rein, sondern wir haben, egal welche Voraussetzungen wir haben, immer die Möglichkeit und die Freiheit zu wählen. Aber das gelingt uns nur, wenn wir uns der Lücke zwischen Reiz und Reaktion bewusst werden. Jemand, der nicht sagen kann, ich bin da, wo ich bin und der ich bin, weil ich mich dafür entschieden habe, hat auch nicht die Freiheit, sich anders zu entscheiden. Die meisten Menschen werden gelebt, weil sie denken, sie sind das Opfer der Umstände. Aber jeder Mensch hat eine Lücke, die er nur erkennen muss. Und diese Lücke ist meistens einfach zugestopft. Die wird nicht erkannt. Die Menschen reagieren so automatisch, dass diese Lücke so minimal ist, beziehungsweise gar nicht erkannt wird, dass man denkt, man reagiert einfach so, man ist einfach so. Und das ist völliger Bullshit. Es ist so, dass wir erkennen sollten, dass wir zwischen dem Reiz und der Reaktion eine Lücke haben und wir können uns immer anders entscheiden. Und wenn wir das erkennen und dann noch das mit Disziplin kombinieren, dann können wir im Leben unser Leben gestalten und alles erreichen, was wir wollen. Das hört sich sehr utopisch an, aber auf einer ich rede es nicht von der materiellen Ebene unbedingt. Diese Dinge kommen und gehen. Ich rede wirklich von innerem Frieden, innerem Glück, Integrität, Authentizität und diese inneren Werte, die sich auch dann in den äußeren materiellen Dingen natürlich spiegeln, in den äußeren Beziehungen natürlich spiegeln. Aber ganz wichtig, wir müssen endlich kapieren, dass wir die Freiheit haben zu wählen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und es wirklich auch glauben und es wissen im Prinzip. Und dann das Leben anpacken und loslegen und die Entscheidungen treffen und nach dem Reiz erstmal bewusst werden, was für eine Reaktion will ich auf diesen Reiz folgen lassen. Will ich auf den Reiz, dass ich heute den stressigen Arbeitstag hatte, folgen lassen, dass ich mir jetzt eine Pizza bestelle und denke, ich konnte nicht anders, ich bin halt so? Oder will ich mich anders entscheiden? Nur als ein Beispiel zum Beispiel, wenn es um körperliche Fitness, um Weiterentwicklung des Körpers geht. Aber das ist auch auf jeden anderen Lebensbereich übertragbar. Okay, soviel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.